Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und wir fahren heute den BMW M4 Coupé. Ja, nicht den GTS, den gibt es natürlich auch. Da können wir auch gleich mal in der gesamten Liste nachschauen. Gerade mal kurz bei BMW. Ich denke auch gerade viele BMW-Fans, die vielleicht auch noch nicht Hand ans Spiel legen konnten und die Autoliste noch nicht inspiziert haben. Also das sind die BMWs, die man schon mal auf jeden Fall kaufen kann. M4 GTS eben vor allen voran, der M2 Coupé. Sicherlich auch ein Fahrzeug, was cool ist. Den M6 haben wir ja schon als Forza Edition, aber auch natürlich den normalen. Den i8 habe ich auch schon mal gezogen. Also das sind schon ein paar schöne Leckerbissen dabei. Den E60, ja, haben wir schon natürlich angeguckt. Das V10 Monster. Also es sind schon ein paar schicke BMWs dabei. Einfach natürlich auch die Isetta. Ja, sehr cool. Ja, wir sind aber jetzt erstmal mit normalen M4 unterwegs, denn da kann man ein bisschen auf die Fresse geben, ja. Da kann man nämlich ein Bodykit drauf machen, um das einfach mal kurz zu teasern, was wir da gleich machen können. Bam, kann man machen. Gut, ist immer Geschmackssache, aber weil man es halt einfach kann, ja, wollte ich es einfach mal wahrnehmen. Nichtsdestotrotz werden wir das Ding jetzt erstmal in der Serie ausfahren und gucken, wie der so klingt, wie er sich so fährt und. Ja, ich glaube, klingt ziemlich gleich zum Vorgänger, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Und da hat er ja vielen nicht gefallen vom Klang her. Ich meine, da stecke ich jetzt nicht so ganz drin, wie der M4 tatsächlich klingt, aber ich würde sagen, wir machen sowieso gleich mal noch einen Soundcheck und dann könnt ihr mir eher sagen, wie der klingt oder nicht klingt. Aber ansonsten, klar, M4, mega schönes Kfz, muss man einfach so sagen. Und ja, jetzt gucken wir mal, auch in der Serie natürlich schon, ich meine, was heißt Serie, das ist ein M4, das ist neben dem GTS dann die höchste Ausbaustufe des Vierer BMWs, muss man aber mal ganz klar so erkennen. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal den versprochenen Soundcheck und dann hören wir mal rein. Ich halte kurz die Klappe und ich wünsche schon mal viel Spaß. Da könnt ihr euch selber überzeugen, dann bitte ich doch einfach mal die BMW-Fans zu schreiben, was sie vom Klang halten hier im Spiel. Wie immer aber möchte ich halt auch betonen, ja, den Originalklang wird man niemals richtig hinbekommen. Denn was halt Originalklänge halt mit sich bringen, ist ein Bass, ein Druck auf den Körper, was so ein Sportwagen ausübt. Das kann ein Spiel niemals machen, da brauchst du ja die mega super duper Surround-Anlage mit super viel
Druck, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Thema habe ich auch schon öfters mal auf dem Kanal beleuchtet, aber ja, trotzdem kann ja die Klangfarbe, sage ich mal, gut klingen oder nicht. Wie gesagt, ich stecke da nicht hundertprozentig drin beim M4. Ich kann nur so viel sagen, M4 finde ich ein wunderschönes Kfz. Und mit dem sind wir heute, wie gesagt, die ganze Folge unterwegs. Ich würde auch mal sagen, wir machen doch mal ein schönes kleines Rennen mit dem Serienfahrzeug. Gucken wir mal in der Straßenrennserie oder in der Straßenszene. Haben wir irgendwo noch was Neues? Bin gerade am gucken, was haben wir hier nochmal gehabt? Also das ist die moderne Supersportgeschichte. Da oben haben wir halt noch relativ viel Rennen offen. Dann würde ich sagen, was haben wir hier noch? Das ist auch eine Meisterschaft, aber das ist auch moderne Supersportwagen. Das sind beides moderne Supersportwagen, oder was? Ah ne, das war das mit diesen Lambos, genau. Da oben haben wir aber noch was. Was ist hier? Klassische Muscle Cars, da sind wir auch falsch. Dann haben wir aber noch da oben so ein Rundkursrennen in der Stadt. Ja, warum nicht? Aber das ist ein bisschen weiter Weg, würde ich sagen, zum Überbrücken machen wir jetzt doch mal die Schnellreise. Kostet mich zwar 6000 Credits, aber das soll es mir jetzt wert sein in dem Moment. Und ja, der M4 kommt nochmal in dieser neuen Grafikpracht. Und jetzt gerade auch hier in der Stadt, ey. Das sieht einfach, das sieht doch echt Porno aus, oder nicht? Warte mal, pass mal auf, wir gehen mal kurz in Fotomodus. Ups, leider, der Fotomodus ist ja jetzt nicht mehr im Menü. Gehen mal kurz in Fotomodus. Und schauen uns das doch mal hier so an. Ey. Also wenn das nicht geil aussieht, auch so wie sich die ganzen Hintergründe dran spiegeln und so weiter. Mega geil. Schön, 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 schön. Schönes Kfz. So, jetzt wollen wir aber Rennen fahren. Und ich ja, wer weiß ich was alles, schwelgen über die schöne Optik. Super Saloon-Klasse, genau, der M4 2 wollte ich, ich habe M2 gesehen, habe M2 gedacht, aber ich wollte fast M4 sagen. Nein, der M2 ist auf dem Cover drauf und wir schauen doch jetzt mal, was wir eben hinbekommen. Jetzt aber auch mal eine Frage, bin mir jetzt selber nicht so ganz sicher, hat der M4 hier im Spiel das Facelift bekommen? Bin mir jetzt selber gar nicht so sicher. Aber ist es jetzt auf einmal, also sind die Leuchten jetzt auf einmal die Facelift-Leuchten? Ich bin mir selber jetzt total unsicher, weil im Vorgänger, in Horizon 3, war es definitiv das Non-Facelift-Modell. Aber jetzt bei dem bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt schon das noch das normale oder schon das Facelift-Modell ist. Warte, jetzt wenn ich auch die Leuchten sehe hinten und so weiter, meine ich fast, das könnte das Facelift sein, ne? Kann mich jetzt aber komplett täuschen. Wie gesagt, ich bin ein Autoliebhaber, ich kenne viele Modelle, aber ich bin, wenn es ins Detail geht, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Tut mir leid an die ganzen BMW-Fans, dafür bin ich ein Porsche-Fan und kenne mich dort ins Detail aus, ja. Da lasse ich mich aber gerne, wie gesagt, informieren. Es fällt mir nur gerade so auf, weil gerade die Frontleuchten, meine ich, und jetzt auch die Heckleuchten. Ist das nicht sogar Facelift? Das wäre mega geil, wenn sie das gemacht hätten. So, und ihr seht, der M4, dass es ein ordentliches Fahrzeug ist, merkt man. Wir sind nämlich hier schon ganz gut dabei in dem Rennen. Bisschen jetzt aber zu schnell in die Kurve. Hier aufpassen. Ja, und das finde ich auch ganz geil, dass der M4 diesmal, der M4 GTS, wenn dann schon bei vollem Namen nehmen, das habe ich gerade echt ein bisschen verkackt, aber, diesmal nicht in der Super Saloon-Klasse ist, klar würde er theoretisch auch reinpassen, sondern in der Track-Toy-Klasse, weil der GTS natürlich schon eher so ein Streckenspielzeug in irgendeiner Art ist auch. Natürlich jetzt nicht mit dem Ariel Atom oder sowas zu vergleichen, aber trotzdem finde ich ganz cool und ich wollte einfach heute auch in dieser Klasse ein bisschen unterwegs sein. Auch wenn man sagen muss, dass der M4 eigentlich kein Super Saloon ist, sondern eigentlich ein großes Sportcoupé oder ein Sportcoupé. Super Saloon bezeichnet man ja eigentlich die großen Sportlimousinen. So wie eben R6 zum Beispiel. Oder von mir ist ein M5. Geht dann natürlich auch vollkommen klar. Aber die packen halt natürlich hier auch die ganzen Coupés rein und so weiter. So, jetzt habe ich leider durch die kleinen Fehler ein bisschen verkackt und bin jetzt nicht richtig rangekommen. Ein bisschen schade ist. Aber dritter Platz ist ja schon mal auch nicht so verkehrt. Zieh durch. Komm, 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 komm. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. Wir setzen uns auf jeden Fall mal auf Platz 1. Jetzt die letzten Kurven nicht mehr verkacken. Gut anbremsen hier.
Aufs Gas. Hier die Bodenwelle mitnehmen und wieder aufs Gas. Hier durch die Altstadt von Edinburgh. Ich finde Edinburgh klingt trotzdem geiler. So. Ja, sehr cool. Die ganze PXH-Trivatar-Truppe hier am Start. Ich habe es die letzten Folge schon erwähnt. Wenn ihr euch da seht, dann macht einen Time-Tag in die Kommentare. Also einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Minuten sind wir? 10, Doppelpunkt, weiß ich, 30 oder sowas. Und ja, da bin ich. Ich bin der, der und der. Also, wäre auf jeden Fall cool. Könnt ihr auf jeden Fall erwähnen. Finde ich immer ganz cool, wenn man sich dann selber so, auch wenn es nur der Trivatar ist, in der Folge sieht. Ja, und wer weiß, vielleicht, weil ich bin ja hier in der Shared Open World unterwegs, wenn man sich vielleicht auch mal hier trifft, wäre ja auch ganz, ganz cool, wenn man mal in derselben Lobby ist. So. Das können wir eigentlich auch mal machen. Oh, ich habe da eine Idee. Aber das müssen wir gleich mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu unserer Villa. Auch hier verwende ich jetzt mal die Schnellreise. Oh, was? Das habe ich jetzt deaktiviert. Da müssen wir... Ach komm, wir machen schnell alle. Und da gehen wir schnell nochmal zu unserem Haus. Wie gesagt, die 6000 Credits. Ich glaube, ich mache mal ein paar Schilder. Ein paar Schnellreiseschilder, dass wir da auch mal ein bisschen billiger reisen können. Und dann tunen wir mal ein bisschen. Ja, im Vorgängerteil habe ich viel versucht am M4. Und liebe Grüße gehen auch raus an... Jetzt nichts Falsches sagen. An Amos Rock, ja, das heißt es nicht, ich grüße immer jeden Einzelnen, das ist was ganz anderes. Sehr, sehr treuer Abonnent und auch ein großer BMW-Fan, wie ich weiß. Und er hat auch mir immer wieder eingeprügelt, der M4 darfst du nicht mit zu viel Leistung ausstatten, sonst kannst du den zwar auf der Autobahn fahren, aber so um die Kurven wird schwierig. Den M4, den muss man eigentlich mehr Liebe in ja, Traktion geben, ihn ein bisschen mehr zum Crip-Monster aufbauen. Ich wollte es ihm irgendwie nie glauben, aber ich habe echt sehr, sehr lange an dem Tuning immer rumgedoktert. Upsala, ja. Mittlerweile hast du mich überzeugt, ja, in dem Teil. Und gerade in dem Teil, weil gerade in Horizon 4 ist Grip richtig wichtig. Wir haben viele, viel mehr kurvigere Straßen, unebenere Straßen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir werden das Fahrzeug ein bisschen grippiger aufbauen. Gucken wir aber erstmal zu den Motoren. Wir könnten 4 Liter V8 einbauen oder ein 5 Liter V10. Sind das nicht beides BMW-Motoren? 4 Liter V8 und 5 Liter V10. Das wäre ja geil, oder? Also auch wieder an die BMW-Freunde. Guckt auch die Leistungsdaten an. 4 Liter V8, 309 kW, 400 Newtonmeter. Könnte das aus dem M3 sein, aus dem Vorgänger, aus dem E92? Und der 5 Liter V10 eben aus dem M5 E60? Könnte das sein? 373 kW, 520 Newtonmeter? Könnte das passen? Wäre doch geil, wenn man das machen könnte, oder? Das würde ich schon feiern. So quasi den V8 einbauen aus dem Vorgänger, weg vom 6-Zylinder-Turbo. Fände ich schon cool, wenn man das machen könnte. Warte mal, das will ich jetzt rausfinden. Also ihr könnt es, wahrscheinlich habt ihr schon geschrieben, aber das will ich jetzt rausfinden. Ich nimm mal gerade kurz mein Smartphone in die Hand. Suche jetzt gerade mal E92. Müsste ich ja auf die Wikipedia-Seite kommen. Scrollen wir mal runter, da müssten eigentlich ja die Motoren stehen. Genau, Motoren, dankeschön. Weiter runter. Modell, dralala. Nee, da sind wir nicht richtig. 330i ist auch falsch. M3, da sind wir. Also 3, also der Hubraum stimmt schon mal. Leistung 309. KW stimmt, 400 Newtonmeter Drehmoment stimmt. Leute, das ist der vom Vorgänger, vom M3 E92, der Motor. Und das ist genau das Tuning, was ich eigentlich in Horizon 3 mal machen wollte. Ey Leute, ganz ehrlich, es tut mir echt leid. Ich hätte gerne mit dem 6-Zylinder aufgebaut, aber ich kann das nicht stehen lassen. Ich muss diesen Motor einbauen. Geil, nice. Hammer, ich freue mich jetzt schon, ihn zu verwenden. Geil, danke. Danke, Playground Games. Und ich glaube, auch ganz viele BMW-Fans freuen sich, dass jetzt genau solche Wechsel gehen. Wir können jetzt natürlich ein Turbo drauf machen nochmal. Dann hätten wir ein Turbo geladen. Das Fahrzeug aber nee, wir lassen den Motor des Vorgängers. Und wir gucken gerade auch kurz mal beim Bodykit, ob es da irgendwas gibt. Ah, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn die M-Performance-Parts noch reingekommen wären. Das hätte ich jetzt noch gefeiert, muss ich sagen. Aber ich wollte sowieso ein bisschen Hau auf die Fresse ein bisschen machen. Deswegen machen wir den Liberty Walk drauf. Und jetzt schreiben ganz viele, oh nein, jetzt verunstaltet es ihn. Abwarten. Wahrscheinlich, das Thumbnail hat eh schon alles verraten, aber egal. So, Reifen machen wir eben die Reifen. Wir machen mit Beschriftung. Und wir machen die auch richtig schön breit, 295. Und hinten machen wir 325er Schlappen. Das können wir doch machen.
Und dann Felgen, da nehmen wir mal so mehrteilige Felgen. Gucken wir jetzt gerade mal, welche da ganz gut passen könnten. Die fände ich, glaube ich, ganz nice. Oder die finde ich auch ganz cool. Ich glaube, ich nehme die hier. Größe lassen wir aber. 20 Zoll würde aber eigentlich gehen, ne? Muss gerade auch hinten gucken. Ich glaube, hinten machen wir 20 Zoll, vorne lassen wir es, glaube ich, bei 19, oder? Ja, doch, machen wir es mal so. Hinten machen wir das und sonst lassen wir es. Dann, ja, bauen wir mal alles sonst ein, dass wir ein bisschen was einstellen können. Auch hier das entsprechende Rennfahrwerk. Wir machen die Stabis rein. Wir machen die etwas härtere Karosse und gewichtstechnisch. Ja, zu viel Gewicht will ich nicht wegnehmen. Wir machen mal die 132 Kilogramm runter. Und beim Motor, wie gesagt, will ich jetzt nicht zu viel verändern. Wir machen auf jeden Fall die Abgasanlage. Ich meine, wir haben eh den Vorgängermotor. Das heißt, wir können eh noch ein bisschen anders hantieren. Wir könnten vielleicht die Nockenwelle noch machen. Und dann ist aber Schluss, würde ich sagen. Dann haben wir 382 kW. Lass uns das mal kurz umrechnen. Wie viel ist denn das? Genau, das mal mit PS können, glaube ich, die meisten von euch ein bisschen mehr anfangen wie mit kW. Und das sind dann 519,375 PS, wenn man es ganz genau haben will. 450 Newtonmeter Drehmoment. Ich glaube, Drehmoment haben wir ein bisschen weniger dann als der normale M4, kann das sein? Jetzt gucken wir gerade mal. Einstellung installieren. Ach gut, da sehen wir nur den kW-Wechsel. Ist egal, machen wir jetzt trotzdem. Ich würde sagen, das ist schon mal ein ganz guter Aufbau. Und ja, jeder, der das Let's Play von Horizon 3 kennt, und ich will da jetzt nicht die neuen Zuschauer ausgrenzen, nur an die, die es wissen, dass ich ein ganz besonderes Tuning hatte. Ja, mit Motorsport 7 will ich jetzt eigentlich nicht synchronisieren. Kann ich das abbrechen? Ich glaube, ich breche das mal kurz ab. Sondern ich möchte natürlich mit Horizon 3 synchronisieren. Oh, ja, da ist es. Die kann ich gar nicht verwenden. Da gab es entsprechend. Irgendwie fehlt da was. Und da gab es ein entsprechendes PXH-Tuning. Das kann ich nicht verwenden, weil wahrscheinlich irgendwelche Teile verbaut sind, die es jetzt hier nicht mehr gibt. Und da habe ich das schon auch versucht mit V8 und allem drum und dran. Und ich habe vorgehabt, ein neues Tuning zu machen. Und es bietet sich ja prima an hier in dem Spiel. Also es wird nicht das finale Tuning sein. Aber welches Fahrzeug ich meine, ist nichts anderes als der PXH Badass M4. Viele von euch kennen ihn noch. Viele werden ihn jetzt kennenlernen. Und da gab es ein ganz spezielles Design. Ich habe nämlich zum M6 damals schon ein spezielles Artcar-Design gemacht. Übrigens, das Design ist jetzt öffentlich. Das war damals nämlich limitiert. Und dann gab es aber auch nochmal zum M4, sowohl für den GTS als aber auch eben für den normalen M4 ein entsprechendes, ganz verrücktes Design, ja, quasi die PXH BMW Art Car Designs. Also die Idee war halt einfach BMW, es gab ja immer für BMW immer wieder mal so Art Cars, wo Künstler wirklich sich ausgetobt haben bei BMW Rennwagen, und das hat mir die Idee gegeben, eben in Horizon 3 eben genau sowas auch zu machen, nur halt für Straßenfahrzeuge, und dann quasi die PXH Edition Art Cars zu machen, und das ist eben einer davon gewesen. Der, und ja, der wurde liebevoll Badass getauft. Und da haben wir ihn jetzt wieder. Wie gesagt, Tuning werde ich auf jeden Fall nochmal eins machen. Nochmal ein bisschen detaillierter. Aber ich glaube, die Basis hier mit diesem V8 Motorswap finde ich schon mal mega geil. Und ja, das ist das gute Ding. Und ey, ich weiß, man soll sich selber nicht loben, aber ich feiere dieses Design auf seine Art und Weise immer noch extrem. Und wie gesagt, für den GTS gibt es das Design genauso. Funktioniert auch ohne Bodykit. Aber da haben wir ihn wieder. Der Badass ist back, Leute. Er ist zurück. Und jetzt aber raus auf die Straßen, lang genug hier vor unserer Villa verbracht. Wir wollen natürlich hier. Boah, das klingt geil. Dreht auch hier, guck mal, bis 9000 jetzt. Durch die Nockenwelle. Da müssen wir eigentlich fast nochmal einen Soundcheck machen, oder? So, wir haben noch nichts eingestellt. Aber ich glaube trotzdem, das ist schon mal nicht so schlecht, was wir jetzt hier haben. Getriebe ein bisschen kurz, finde ich. Oder vielleicht ist auch getäuscht. Geil, ey. Geil, 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 geil.
So, und was ich als Idee hatte gerade eben ist, wir gucken mal in die Spielerliste, ob da irgendwie, nee, leider nicht. Die werden auch gar nicht richtig geladen gerade. Das ist schade, warte mal, lass mal eine neue Ding finden, eine neue Sitzung finden. Ich würde ganz gerne mal einfach irgendeinen vom PXH-Club, okay, die Wassertinte könnten wir eigentlich auch ärgern. Pass mal auf, das machen wir. Wassertinte oder Tinte ist einer der 6 Kanalmitglieder. Der hat sich nämlich jetzt auch Horizon gekauft. Und dann können wir ja mal vielleicht in seine Sitzung gehen und vielleicht finden wir ihn ja auf der Straße. Aber ich glaube, ich bin jetzt in seiner Kolonne, ne? Das will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das will ich nicht. Kolonne verlasse ich jetzt wieder. Hoffentlich kriegt er das nicht mit. So, ich will eigentlich ihn nur jetzt hier stalken, sozusagen. Jetzt müssen wir ihn aber finden. Moment, kriegen wir das hin? Raider Stalker hier. Moment, aber wahrscheinlich fährt er gerade ein Rennen oder so. Online-Freunde? Ist er irgendwo? Da fährt er rum. Was jetzt passiert? Hä? Was jetzt passiert? Hilfe! Hilfe! Okay. Alles klar. Ist er da jetzt noch? Na, da ist er jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist oben das Vollstone live. Ich glaube fast, wir sind jetzt in einer neuen Session und da hat es irgendwie jetzt nicht geklappt. Okay, irgendwie Spielerliste ist auch nicht verfügbar. Okay, mich hat es auch aus Horizon live rausgehauen. Ich mache einfach eine neue Sitzung finden. Ist aber egal, das werden wir. Irgendwann mache ich das mal. Ja, irgendwann kommt der böse Ray und überrascht euch. Jetzt sind wir aber erstmal hier mit unserem aufgepimpten M4 mit dem M3-Motor unterwegs. Und ja, ich habe das Ducktail da hinten nicht vergessen. Ich finde einfach, das sieht schöner ohne das Ducktail aus. Und wir werden natürlich jetzt gleich auch nochmal ein Rennen fahren. Wobei, wir könnten ja nochmal eigentlich das Goliath-Rennen probieren. Da habe ich ja nicht gewonnen. Aber dann lasst mich ganz kurz mal noch ein paar Kurven fahren und dann ein bisschen was am Feintuning schon mal machen, falls es denn vonnöten ist. Das Getriebe, die ersten Gänge kommen mir ein bisschen zu. Irgendwie passen mir die noch nicht so ganz. Aber das finde ich geil, dass jetzt endlich. Weil das war so ein riesen Kritikpunkt. Du hast überall den C63 AMG Black Series Motor einbauen können. Und ja, da habe ich ja schon richtig Ärger von euch bekommen immer. Kannst du den Motor in die BMW einbauen? Habt ihr ja auch irgendwo recht. Aber dass es jetzt geht, finde ich mega. Ich feiere das absolut. Ihr merkt es, glaube ich, ein bisschen. Und ich glaube, ganz viele von euch werden es auffallen, dass das jetzt funktioniert. Generell die Motorswaps finde ich in dem Teil bis jetzt ganz geil, was man so machen kann. Wir sind auch den Aventador-Motorenflug ein bisschen losgeworden. So, das Einlenkverhalten gefällt mir nicht so ganz. Das werden wir jetzt ein bisschen anpassen. Deswegen passen wir auf. Wir werden, weil wir Rennreifen haben, ein bisschen jetzt hier anpassen. Getriebe. Ich weiß nicht, ist das nicht sogar ein bisschen zu lang übersetzt einfach? Das ganze Ding. Ich meine, wir haben 7 Gänge. Gut, den letzten kann man als Spritgang ansehen. Ich mach's mal so. Nein, wir machen jetzt kein Forzaton live. Ich lasse es mal so, wir können ja den letzten Gang ein bisschen länger, aber den 7. der lassen wir einfach wegfallen, weil den brauchen wir eigentlich nicht. Ihr seht, wie wir trotzdem schneller werden, wenn wir den 6. Gang einfach nutzen und nicht den 7., weil der ist zu lang übersetzt sozusagen. Ich meine, wir können jetzt den relativ kurz übersetzen, aber das ändert trotzdem nichts. Ja, wir werden auf jeden Fall hinten ein bisschen Stabilität reinhauen, wir werden ein bisschen Nachlauf machen, wir brauchen auch nicht so viel Sturz auf der Hinterachse. Auf der Vorderachse können wir es lassen. Stabis werden wir vorne weicher werden. Wir gehen mal auf so 22 hinten. Machen wir mal ein relativ neutrales Setup, würde ich sagen. Stabis, ich habe es schon mal gesagt, ist eigentlich dafür da, wie sich das Fahrzeug in Kurven verhält. Also in der stationären Kurvenfahrt nenne ich das immer. Also wenn du quasi nach links lenkst in der Kurve und quasi diese Linkskurve hältst. Nicht nachkorrigierst, nicht in die Kurve reinfährst, auch nicht aus der Kurve rausfährst. Dafür sind die Stabis eigentlich so am geschicktesten. Generell gilt eigentlich die Regel, in Forza generell eher weichere Stabis verwenden statt härtere Stabis. Kleiner Trick einfach meistens ist so, wenn ihr merkt, während der Kurvenfahrt, das Heck kommt, der Arsch kommt rum,
dann müsst ihr das Heck weicher machen. Wenn ihr merkt, ich schiebe über die Vorderachse, dann müsst ihr es vorne weicher machen. Ganz einfacher Trick, das kann man schon mal sagen. Jetzt gucken wir gerade mal, Fahrwerkshöhe ist vorne ein bisschen komisch. Da ist ein guter Trick, das Fahrzeug anzuwinkeln, dass wir vorne quasi ein bisschen tiefer sind. Ist auf jeden Fall für die Einlenkreaktion in enge Kurven auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Deswegen machen wir das mal. Federn finde ich eigentlich ganz okay, wobei wir könnten hinten ein bisschen weicher machen, weil hinten ja auch die Kraft liegt. Auch eher neutral. Und dann bei den Dämpfern, bin ich jetzt gerade überlegen, da würde ich ganz gerne bei der Druckstufe hinten ein bisschen, also erstmal das Ganze weicher und hinten ein bisschen härter machen und hier würde ich das hier ein bisschen weicher machen. Also ein bisschen entgegengesetzt bei dem Fahrzeug, weil es halt auch vorne der Motor liegt, hinten der Antrieb. Verteilung würde ich erstmal lassen und Diff würde ich sagen, machen wir ein 70-sperrendes und beim Verzögern ein 60-sperrendes. Das sollte eigentlich dann ganz gut funktionieren. Und ja, zum Finale der Folge, jetzt sind wir gar nicht so viel gefahren. Ich riskiere es einfach direkt. Machen wir dann das große Finale nochmal, das Goliath-Rennen. Wobei, es gilt hier als abgeschlossen, obwohl wir gar nicht gewonnen haben. Ich möchte es aber gewinnen. Deswegen die Schnellreise dahin und der Versuch, es zu gewinnen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in der Super-Saloon-Klasse. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Mega-Leistung eingebaut. Das klingt schon geil. Super-Saloon, wir wählen es aus, Sommer. Und wir haben ihn, den, ja, zumindest mal angefangenen Badass M4. Das Design ist schon mal drauf, die Idee, die Konzeption, würde ich sagen, steht schon mal. Jetzt muss nur noch vielleicht das ein oder andere Teil angepasst werden und das Feintuning angepasst werden. Und ihr werdet den Badass M4 in neuem Glanz sehen hier im Spiel. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald ein Setup, ein finales Setup verfügbar ist. Aber der Modus-Swap auf den V8, der wird bestehen bleiben, das kann ich euch schon mal garantieren. Weil das war damals ja schon die Idee, wie gesagt, auf den V8. Zu gehen, weg vom 6-Zylinder-Turbo. Nicht, dass der 6-Zylinder-Turbo scheiße wäre oder schlecht wäre, aber ey, Badass, der muss einfach brüllen, der muss ballern. Und deswegen der V8. Und jetzt haben wir auch den V8, den ich damals schon wollte. Das M3. Oh, da ist auch dann eine Mauer, die wir nicht zerstören können. Das war nicht so schlau. Das E92. Ja, ist ein bisschen besser, das Einlenkverhalten auf jeden Fall. Würde noch ein bisschen knackiger, glaube ich, gehen. Gerade für diese engeren Kurven hier. Da können wir auch mit der Spur noch mal ein bisschen was machen. Dadurch, dass ich aber halt sonst alles relativ ausgewogen habe. Aber wie gesagt, der ist ja eigentlich relativ ausgewogen, der M4. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns in dem Rennen anstellen. Das zweite Mal, dass wir jetzt versuchen. Okay, die Federn könnten noch ein bisschen weicher sein, glaube ich. Tatsächlich. Da hat sie ihn jetzt fast ein bisschen ausgehebelt. Aber so vom Verhalten her gefällt es mir schon mal ganz gut. Also woran ich das halt erkenne, ist halt, wenn so Bodenwellen, die ihr natürlich jetzt nicht richtig seht im Let's Play, aber ich spüre, das Fahrzeug gleich schon unruhig werden lassen, dass ich gleich schon, Vorsicht, bevor es wegfliegt. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass wir halt eben an den Federn, an den Dämpfern ein bisschen nochmal was schrauben müssen. Kommt halt aber auch immer darauf an, was für Schläge es sind und wie das Auto unruhig wird. Wenn das Auto versetzt sozusagen, kann man sagen, okay, da müssen die Federn angepasst werden. Wenn man merkt, dass das Fahrzeug einfach nur unruhig sich verhält, also dass das Ganze so springt und wappelt und auf und ab geht, dann müssen wir eher an den Dämpfern Hand anlegen. Aber wie schon gesagt, ich versuche jetzt einfach euch, immer wenn ich tune, das auch einfach zu begründen, weil oftmals mache ich immer so, mach mal das, murmelt da was für mich hin, denkt mir mal einen Teil, aber teile euch eigentlich gar nicht so mit, was mein Gedankengang ist. Liegt aber auch oftmals daran, dass ich einfach mal auch probiere. Für mich ist Setup auch machen manchmal einfach probieren, das funktioniert nicht immer klar, man muss es vielleicht wissen in der Theorie, wenn ich an der Schraube drehe, ja, wenn ich jetzt quasi die Aerodynamik hochdrehe, dass dann das Auto nicht schneller wird, ist irgendwie logisch, weil man erhöht eigentlich den Anpressdruck. Und solche Geschichten natürlich, man sollte vielleicht schon ungefähr wissen, was die eine oder andere Schraube bewirkt. Aber oftmals ist es auch probieren. Jedes Fahrzeug, und das, darum liebe ich die Forza-Reihe. Ja, es ist ein Arcade-Game, aber jedes Auto hat seine Eigenheiten, jedes Auto lässt sich unterschiedlich aufbauen.
Auch solche Geschichten, wenn man jetzt quasi sagen würde, hey, ich gebe dem M3, dem M4 X-Drive sozusagen, also ich gebe ihm Allrad, dann würde sich ja die ganze Konzeption wieder ändern, dann muss man auch wieder am Feintuning das ein bisschen anpassen. Und sowas liebe ich einfach in Forza, egal ob Motorsport oder Horizon, und sei es auch keine Hardcore-Simulation. Aber du kannst trotzdem so viele geile Dinge machen, so viele Sachen anpassen, nochmal auf deinen Fahrstil anpassen. Und genau deswegen ist ja damals auch in Horizon 2 die Idee gekommen, hey, lass doch einfach mal so just for fun so eine eigene Art Tuning-Schmiede gründen. Und ja, viele von euch wissen auch, ich gucke ja auch immer sehr, sehr gerne, immer ab und an. Leider nicht jedes Video, damals habe ich jedes Video geguckt, mittlerweile nicht mehr jedes Video. Ich gucke ja auch ganz, ganz gerne JP Performance, und ich gucke auch ganz gerne Sydney, also Sydney Industries an. Und finde ich immer ganz unterhaltsam. Und ja, und da kam halt einfach, das war ja immer nur so eine Anlehnung, so eine Hommage nach, ja, wenn JP Performance, dann machen wir halt, ne, Pixelhelden, das Kürzel ist ja das offizielle Kürzel des Kanals, ist ja PXH, machen wir einfach PXH Performance draus. Und so ist es einfach aus Jux, aus Spaß entstanden. Einfach so, komm, wir geben einfach dem ganzen Kind einen Namen. Und auch speziellen Tunings, die ich dann mache, einen Namen. Und ja, das kam dann halt, ja, aus dem Jux wurde dann irgendwann Ernst. Und Ernst ist heute 4 Jahre alt. Nee, man kann schon fast sagen, ist fast 4 Jahre alt. So lange ist die Schmiede quasi schon fast alt. Nee, nicht ganz, 3 Jahre vielleicht. Nee, auf jeden Fall. Ja, es kam halt mega gut bei euch an, und mittlerweile habt ihr eigentlich hier in der deutschen Forza-Community ja, diese Tunings und diese Designs, die auch dazu kommen, auch so einen kleinen Namen gemacht, und das finde ich auch cool. Und ich freue mich immer mega, wenn ich sehe, wie ihr Fotos macht von euren Fahrzeugen, von euren PXH-Fahrzeugen, die ihr eben dann euch geholt habt und so weiter und so fort. Und das Geniale ist ja in Forza, man kann ja die Tunings, die Designs, man kann das alles teilen, es kostet euch kein Geld, außer halt natürlich die Tuning-Teile, die ihr dafür einbauen müsst. Aber im Großen und Ganzen ist das auch eine mega coole Sache. Ja, hier so in diesem schnellen Abschnitt ist ein bisschen untersteuernd das Ganze noch. Das hat jetzt natürlich auch wieder gut Zeit gekostet. Ziehen jetzt die wieder alle vorbei. Der Jaguar, der Audi auch gleich, oder die beiden Audis. Ja, so, also muss auf jeden Fall noch ein bisschen am Feintuning Hand anlegen. Auch der hintere Dämpfer müsste, glaube ich, ein bisschen härter werden. So vom Gefühl her. Ich habe so das Gefühl, die Hinterachse, die springt mir noch ein bisschen zu sehr. Federn insgesamt, glaube ich, ein Tickchen weicher noch, tatsächlich. Und die Dämpfer hinten würde ich fast ein bisschen, gerade hinten auf der Hinterachse, ein bisschen härter machen. Würde, glaube ich, nicht schaden. Und ja, was ich mir fest vorgenommen habe, ich habe auch schon einige Konzeptionen in meinem Kopf und auch so ein bisschen auf meinem Papier schon hingekritzelt. Es werden weitere Art Cars kommen. Jetzt nicht nur bezogen auf BMW, sondern ich möchte ganz gern diese PXH Art Cars ein bisschen weitermachen. Es muss ja nicht immer ein Tuning dazu auch entstehen zu sowas, aber ich habe schon so zu ein paar Fahrzeugen eine Idee, ein Art Car umzusetzen, dass wir eben weitere solche bisschen verrückteren Designs einfach machen. Ich denke, viele werden jetzt von euch sagen, boah, macht da auch eine Timelapse dazu, also dass ich das aufnehme. Kann ich euch nicht versprechen, ob ich es mache. Vielleicht bei dem einen oder anderen mache ich es vielleicht, weil die zum Teil auch ein bisschen komplizierter sind. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, auf weitere Artcar-Designs, dann ja, seid es damit angekündigt. Es werden welche kommen. Natürlich, wie lange ich dafür brauche und wann ich die umsetze, kann ich noch nicht sagen. Das kann jetzt natürlich auch Wochen, Monate vielleicht gehen, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und wie gesagt, die werden auf jeden Fall genauso crazy und verrückt sein wie unser Badass M4. So, ich will eigentlich gewinnen, deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die Fehler nicht mehr mache hier. Aber wir halten ganz gut mit in der Klasse. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir zu wenig Power haben. In der Kurve sind wir auch ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, das Fahrwerk noch ein bisschen anpassen. Dann passt die Geschichte hier. Und zieht durch. Ja, und eine Überlegung wäre vielleicht auch, wirklich zu sagen, okay, wir nehmen diesen V8 und einen Turbolader. Ja, also machen wir so richtig, ja, das neue Downsizing sozusagen, ja. Vom M3, vom V8 zum V8 Turbo, so der Wechsel machen.
Was natürlich jetzt interessant wäre, ob man beim M3 dafür dann den Motor des M4 einbauen könnte. Das würde mich jetzt auch noch ein bisschen interessieren. Das könnten wir ja einfach just for fun mal einfach machen. Lass uns doch einfach den M3 kaufen. Wir haben ihn ja im Spiel, den E92. Und da mal gucken, ob man auch den Wechsel in die andere Richtung machen könnte. Fände ich schon cool irgendwie. Einfach die komplette Freiheit lassen. Der sechste Gang ist mir jetzt gefühlt zu lang. Ah, ich weiß nicht, das Getriebe gefällt mir noch nicht so wirklich. Vielleicht dann auch doch das Getriebe eher auf die kompletten 7 Gänge auslegen, dass man quasi kürzere Wege hat zwischen den einzelnen Gängen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal hier ein bisschen aufpassen. Das ist mir schon mit dem GT3 RS passiert, dass ich da zu früh eingelenkt habe. Ja, ich muss die neue Goliath-Strecke erstmal ein bisschen kennenlernen. Spontan muss ich aber sagen, gefällt sie mir besser als im dritten Teil. Wobei ich immer noch nach wie vor sage, okay, für mich muss die Finalstrecke, also die große Strecke, eigentlich durchs Festival gehen. Aber zum Glück kriegen wir ja Ende bis, oder Mitte, Ende Oktober, 25. Oktober genau zu sein, kriegen wir den Routenplaner, das Routenplaner-Upgrade. Und da können wir ja dann entsprechend einfach unser eigenes großes Finalrennen machen. Und die Konkurrenz kommt gerade wieder von hinten ein bisschen angeschossen. Ein bisschen Angst. Wow, Vorsicht, ganz schön schnell hier rein. Die letzten Kurven hier. Jetzt keine Scheiße mehr bauen und ich mache die Scheiße. Okay, das ist natürlich ein Flashback. Das war jetzt dumm. Ich dachte, die Kurve macht auf wieder, aber ich hätte vielleicht mal auf die Minikarte gucken müssen. Die macht eher zu an der Stelle. Das heißt, sie wird enger, je weiter sie die Kurve läuft. Oh, ich liebe es. Ja, schon wieder. Die Kurve macht auch mehr zu. Ja, das ist halt genau der Punkt, wenn man die Strecken noch nicht so kennt. Und halt ohne Fahrlinie fährt, aber ich mag das nicht, wenn die Fahrlinie da ist. Ich will den Asphalt komplett sehen. So oder so, wir gewinnen. Sehr schön. Nice. Bäh. Erster Platz. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Gibt's auch noch gut Geld. Eigentlich hätte ich jetzt wieder die Fähigkeit nutzen müssen. Ich vergesse es jedes Mal. Ach, egal. Gab aber auch gut Einfluss, wenn ich jetzt die Fähigkeit noch gehabt hätte. Wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen oder so. Mal gucken. So, Stufe 143. Ich glaube, bei Stufe 150 werden wir wahrscheinlich Goldrang sein. Oh, sogar gleich 2 Level-Ups. Die nehmen wir natürlich mit. Ja? Das ist ja natürlich klar. Ach, wie der da steht, ey. Ja, der schaut so böse aus, M4. So, Wheelspin. Und wir kriegen ein blauer Kaban. Okay, alles klar. Cappen, wahrscheinlich heißt es, oder? Ich kenne mich nicht aus mit allen Mode-Details. So, wir haben, glaube ich, nochmal 2 Spins. Die drehen wir natürlich auch noch. Vielleicht ziehen wir ja gerade zufällig den M3. Ja, wäre ja eigentlich ganz cool. Ich glaube es aber fast nicht. Ne, wir ziehen die Pop-Bomberjacke. So ein leicht rosa Touch. Sieht aber irgendwie geil aus. Irgendwie finde ich es cool. So, und wir ziehen ja ein Astra Vauxhall VXR, in Deutschland eher bekannt als Astra OPC von Opel. Auch ein geiler Hot-Hatch auf jeden Fall. Ein bisschen zu schwer für seine Klasse vom Gewicht her, sonst ist der richtig krass auf jeden Fall. Ja, wir gehen zurück zum Festival. Das machen wir jetzt am Ende noch schnell. Wir holen uns den M3 und gucken mal, was für ein Motorumbau da gehen würde. Ja, das gebe ich euch jetzt noch mit. Und zwar, dann gehen wir schnell zu BMW, zu den Bayerischen Motorenwerken. Und wo haben wir ihn denn? Wo bin ich denn? Da ist er. Da ist er. Da holen wir uns den mal. Gucken mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir den in einem schönen... was nehmen wir denn? Die Farbe, oder? Nehmen wir in der Farbe, komm. Zack, kaufen. Einfach auch in so ein geiles Kfz. Da fände ich es geil, wenn wir da den GTS von hätten. Von dem noch den GTS würde ich richtig feiern. Aber man kann halt nicht alles haben. Vielleicht kommt er noch. Wer weiß, wer weiß. So, dann gucken wir mal. Upgraden.
Auch hier gibt's, glaube ich, ein Liberty Walk Upgrade, ja. Kann man machen. Boah, das, der Arsch ist halt auch so geil einfach von der Generation noch. Ja, aber ich weich vom Thema ab. Motor, gucken wir mal. Drei Motoren, die Chancen sind gut. 6,2 Liter V8, oh nee. Ja gut, das ist der aus dem AMG. Genau, 6,208 Liter Hubraum. Das ist aus dem AMG C63 Black Series. Den 5,2 Liter V10, das ist auch der Motor aus dem Audi R8 oder aus dem Huracan. Und den 5 Liter V10 ist aber auch dabei, sehr schön. Also immerhin der ist dabei aus dem M5. Das finde ich gut, aber nicht der Motor aus dem M4. Also wir können nicht einen den moderneren Motor sozusagen einbauen. Schade, hätte ich auch noch cool gefunden. Aber sei es drum, mit dem schließen wir die Folge ab. Eine 40-Minuten-Folge mal wieder. Aber ich glaube, das war's doch wert mit dem Fahrzeug. Wir haben das Goliath-Rennen endlich gewonnen. Und ja, Tuning gebe ich euch noch frei, was ich da zusammengebastelt habe. Wie gesagt, ist ein erster Versuch. Und es wird auf jeden Fall noch ein offizielles Badass-Tuning geben. Vielleicht auch mit mehreren Stages, mal gucken. Aber das Design, wie gesagt, ist schon freigegeben. Einmal im, oder zweimal eigentlich für den normalen M4. Da gibt es nämlich das Design auch noch ohne die Schriftzüge. Und dann aber auch nochmal für den M4 GTS. Dort ist das Design ebenfalls verfügbar, wenn ihr euren ja, M4 ein bisschen so hau auf die Fresse darstellen möchtet. Ja, das soll auch dieses Design eigentlich ausdrücken. So, ich bin jetzt aber raus. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es wird vielleicht nochmal eine Folge heute kommen. Lasst euch überraschen. Und ansonsten bin ich jetzt aber raus. Macht's gut. Ciao.